Willkommen zurück zu Trulon, der Shadow Engine. Wir sind hier immer noch im Hain des Reisenden. Brauchen immer noch zwei Zapfen. Und wir haben... Haben wir es als Quest bekommen? Nein. Okay, weil Ferrat hat irgendwas gesagt. Es sprudelt vor Dolorum hier oben auf dem Hügel. Jetzt die Frage, ob er hier oben gemeint hat oder da oben. Wir gehen erstmal hier lang. Ja, nice. Da haben wir was. EP und noch ein Zapfen. Fehlt noch einer. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal den... Wobei, der Hügel könnte zu einem Boss führen. Ne, gehen wir zurück. Wir machen es mal ganz anders. So, gehen wir hier unten lang, weil hier kommt jetzt auch wieder... Kommt ein etwas stärkerer Kampf. Genau. Mit zwei roten und einem blauen Vieh. Und da ist der letzte Zapfen. Das ist natürlich sehr nice. Dann können wir die Nebenquests... Es sind zwei blaue und zwei rote. 4 gegen 2. Sehr fair, Leute. Sehr fair. Ihr seid so erwachsen. 50, nice. Aber gut, ich beschwere mich natürlich nicht. Wir machen das. Halt alle. Ja, er hat halt schon gut kassiert. Theoretisch kann ich das hier machen, das wäre nicht verkehrt. Man springt da einen Platz in der Abfolge und ist dann wahrscheinlich, es müsste dann zwischen den beiden dran sein. Das wäre sehr nice. Muss halt gucken, dass er jetzt nicht stirbt. Dann. Ah, cool, er ist sogar als nächstes nochmal dran. Ah, okay. Dann hat sich sogar gelohnt. Ein Gegner. Jetzt könnte ich sogar nochmal überspringen. Muss ich aber nicht. Wir machen mal das mit allen Verbündeten heilen. Boah, plus 84. Das macht die Magie plus 10, nicht schlecht. Alle Gegner habe ich nicht. Gut, machen wir Schutzhaltung. Dürfte ihn auf jeden Fall platt machen, den blauen. Ja, easy. Gut, dass die Gladier angreifen. Ich mache mal lieber das magische Angriff, weil er Abwehr hoch hat. Danke. Und da geht er down. Ich habe immer noch nichts, was alle Gegner angreift. Das ist natürlich sehr bad. Ferra verliert zu viel. Wir müssen gucken, dass wir ihm auf jeden Fall das nächste Abwehr-Item geben. Aber ihr seht, er verliert das Doppelte von Gladia. Das ist ein bisschen krass. Wie machen wir das jetzt? Wenn ich wüsste, dass Gladia danach die Karte bekommt, dass sie alle Gegner greift. Aber ne, warte mal. Kann sie, glaube ich, gar nicht kriegen, ne? Dann versuche ich jetzt was zu tricksen. Ja, ich hoffe, dass sie die Karte kriegt, dass sie nämlich danach nochmal angreifen kann. Nee, shit. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, einen tut sie auf jeden Fall erledigen. Ist egal, wen ich angreife. Schade. Hätte man auch, hätte gut werden können. Aber ist nicht schlimm. Der Kampf ist gewonnen. Und wir haben jetzt alle Zapfen, das heißt, wir holen jetzt dieses Haustier. 450 EP, nice. Alle Gegner. Oh, nochmal. Jetzt haben wir die Karte zweimal im Deck. Das ist natürlich ultra nice. Also hier geht's. Hier oben waren wir ja schon mal. Stimmt, da war ja nur ein Item. So, jetzt holen wir das Tier. Geben die Quest ab und laufen dann da hoch. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Hey Tier, ich habe alles, was du willst. Vor allem, wie das Tier guckt. Was ist denn das? Süßes kleines Ding. Holy shit, Alter, was bist du? Alles klar, wir bringen das Haus hier zurück. Ich finde es aber gut, dass die Quest mit den Zapfen so eingebaut wurde, dass man automatisch auch die Map erkundet. Ziemlich geil gemacht. Ihr habt sie gefunden, vielen Dank. Gladia Stufe ab. Oh, nice. Und Ferra auch. Schlagende Macht fügt allen Gegner magischen... Oh, nice.
das hat sich gelohnt, auf jeden Fall, die Quest. Wir gehen jetzt mal den Hügel hoch. War ich ja immer noch, da oben war immer noch ein Seil irgendwo. Das war irgendwo hier oben. So, mal Auge offen halten. Jo, eine Abzweigung. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, eine Kiste. Nice. Kleiner Safe Spot. Was bekommen wir? Offensivtaktiken betäuben das Ziel für eine Runde ein. Das ist natürlich sehr nice. Ja, ist Ausrüstung. Dann würde ich sagen, mache ich die Abwehr plus 2 raus. Ja, wir schauen uns das mal an, ob das wirklich gut ist. Na, betäuben klingt immer nice. Das heißt, theoretisch bei jedem Angriff betäube ich, oder? Oder funktioniert das nur einmal im Kampf? Das steht halt auch nicht dabei, ne? Das ist ein bisschen risky. Oh Gott, das sind grüne Affen. 3 Stück. Holy shit. Alles klar. Dann, viel Glück. Grüne Kackaffen, ey. Okay, manche Mechanismen werden aktiviert, wenn du eine Offensivtaktik benutzt. Offensivtaktiken haben ein Blitzsymbol. Ah. Aha. Auf alle Gegner sogar. Und alle werden betäubt für eine Runde. Das wäre natürlich nice. Yes. Das ist richtig gut. Am Beginn eines Kampfes werden 20% deiner Taktiken zufällig als Offensivtaktiken gewählt. Ah. Wenn die jetzt betäubt sind, könnte ich auch das hier machen. Um Platz zu überspringen. In der Reihenfolge. Hat sogar was gebracht, nice. So. Der war schon dran, also greifen wir ihn an, damit er als erstes stirbt. Also nicht jetzt, sondern danach. Aber jetzt wachen die erstmal auf. Gladia ist dran. Machen wir das hier, weil jetzt ist er wieder dran auf jeden Fall. Aber für eine Schutzhaltung drin, das ist auch nice. Erledigt, jetzt ist Ferrat dran. Wir machen normalen. Wir machen mal einen Standardangriff. Ich will nichts riskieren, weil wir wissen bis jetzt noch nicht, was sie abziehen. Das sehen wir jetzt erst. Wie viel Schaden die machen. Ah, das sind Magier. Okay. Beziehungsweise machen beides. Okay. Bringt nichts, ne? Wobei, Ferrer macht den da unten eh platt. Dann kann ich versuchen, den irgendwie auszuschalten. Na, ja, funktioniert nicht. Hätte ich mit einer anderen Karte spielen sollen. Passiert. Dann wäre es der zweite down. Dritte darf jetzt nochmal angreifen. Jetzt habe ich es nicht ganz durchgelesen. Ach, er weicht aus, glaube ich, ne? Ja. Okay, aber es ist nur für den nächsten physischen Angriff gewesen. Das heißt, der Angriff nicht mehr. Sehr gut. 450 EP. Verfehlt automatisch. Gebe ich fairer. Da laufen wir mal nicht lang. Wir gehen erstmal hier lang. Oh mein Gott. Da aktiviert ein Kampf. Wir laufen doch erstmal hier lang. Wahrscheinlich landen wir jetzt wieder draußen, kann das sein? Ja, okay. Alter, müssen wir wirklich gegen das Bärvieh ran? Wow. Das wird, ich glaube mal, minimal anstrengend. Man weiß es ja nicht. Kann sein, dass er voll easy wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist nahezu nicht vorhanden. Ja, dann machen wir den halt, ne? Wenn uns keine andere Wahl bleibt. Wenn er sich unbedingt in unseren Weg stellen muss, dann machen wir ihn halt. Hallo Bär. Typ. Ah, oh, nice, damit betäube ich ihn sogar. Auch wenn es nur einer ist, mache ich trotzdem Angriff auf alle. Betäubt, nice.
Wie heißt er denn? Jetzt habe ich auf den Namen nicht geachtet. Wildbärenjunges. Oh, anfällig gegen Magie anscheinend. Kann ich noch eine Taktik spielen? Das ist natürlich sehr nice. Jetzt hoffe ich, dass ich eine Schutzhaltung drin habe. Weil ich nicht weiß, was abzieht. Ja, habe ich sogar noch drin. Somit noch eine erhöhte Abwehr. Kühner Schlag. Alter. Das tut weh. Bringt nichts. Überspringenden Platz bringt auch nichts. Machen wir einen magischen Angriff. 47, danke. Er hat Abwehr runter, kann das sein? Wird das jetzt offensiv gewählt? Scheiße. Wobei Verteidigung 100%. Machen wir das mal. Hält für 2 Runden. Ah, jetzt macht er es auch. Nein. Mal gucken, ob Verteidigung auch für Magie zählt. Ne, 47 ziehen wir dauerhaft ab. Das ist natürlich sehr nice. Das ist gut zu wissen. Aber damit erledige ich ihn nicht. An wen denn nur auf eine Person? Das wäre natürlich dumm. Naja, wir greifen an. Also er lebt auf jeden Fall noch 4. Oh mein Gott. Abwehr plus 100%, ne? Darf man nicht vergessen. Ist er tot? Nee, aber kurz davor. Oh Gott. Ich könnte es jetzt ziemlich krass... Naja, nee, er verliert nichts. Er verliert nichts. Er verliert nichts. Ja, ich muss es jetzt so spielen. Au, das tut weh, hey. Ich will nicht, dass Ferrer stirbt. Ich spiele noch eine Taktik aus. Kann ich das auf... Zählt es auf beide? Nee. Ah. Scheiße, er soll mal aufhören, Ferrer anzugreifen, sondern er soll uns angreifen. Macht er wahrscheinlich nicht, ne? Ferrer ist dran. Ja, ich besiege ihn nicht. Na gut, beim nächsten Angriff bin ich so... Bin ich eh tot. Also kann ich auch die Karte hier spielen. Ist ja eigentlich egal. Tot bin ich ja sowieso. Wenn er mich trifft. Ja. Er geht halt auf ihn. Naja, dafür ist er erledigt jetzt. Sollte zumindest, ja. Gut, Ferrer kriegt die EP hoffentlich auch. Gut geschossen. Bis zur nächsten Runde Angriff 50, das ist natürlich nice. Du hattest recht. Die Monster sind durch die plötzliche Zufuhr des Dolorums mutiert. Sehen wir uns um. Da haben wir eine Höhle, da kam das Wolfsbärenjunges wohl raus. Da haben wir's. Schau dir dieses Wrack an. Sieht wie eine Art Flugapparat aus. Vielleicht ein Zeppelin? Alles klar. Schaut zumindest danach aus. Aber er ist offensichtlich unbemannt. Ein Zeppelin-Animus. Fragezeichen. Da kommt das ganze Dolorum raus. Das muss der Grund für dieses ganze Chaos hier sein. Ich glaube, das ist eine Art Tank, auch wenn er jetzt leer ist. Was auch immer da drin war, es könnte für die Krankheit verantwortlich sein. Wir sollten das dem Bürgermeister melden. Gut zu wissen. Wir laufen mal hier runter. Da haben wir nämlich das da. Ach, das dient als Abkürzung. Ja, wir waren oben eh fertig, ne? Ja, wir waren oben fertig. Unnötig, dass wir hier unten landen, weil oben war doch eh ein Ausgang. Ach, ist ja egal. So, da haben wir geholfen. Dann gehen wir jetzt zurück nach Wiesenhügel. Und geben dem Bürgermeister Bescheid, was passiert ist. Oh, wir haben irgendwas gefunden. Nice. Jawohl.
Oh, cool. Ist es aber nur zum, ist zum Ausrüsten? Ja, ne? Ja. Ah, das könnten wir ihm geben. Es ist blöd, ne? Eigentlich gegen die Abwehr, weil die zwei Abwehr. Denke, die werden es nicht rausreißen. Hoffe ich doch. So, und da sind wir wieder in Wiesenhügel. Schnell zum Bürgermeister. Mal sagen, was so abgegangen ist. Euch beiden geht es gut, dem Himmel sei Dank. Habe ich jedoch gesagt, und wir haben was gefunden. Um ehrlich zu sein, war Ferra eine große Hilfe. Wir haben eine Vorrichtung gefunden. Ich glaube, es ist eine Art Zeppelin, der mit Dolorum angetrieben wird. Ist so etwas wirklich möglich? Eine Energiequelle aus Dolorum würde auf oh Gott, Maelona hindeuten. Aber die haben keine Zeppeline. Es sah nicht so aus, als wäre er bemannt gewesen. Er war mehr ein fliegender Animus, aber der abgestürzt ist und Dolorum verloren hat. Das Dolorum erklärt, warum es plötzlich so viele Monster gab, aber es kann nicht alleine für die Krankheit verantwortlich sein. Also muss es dort noch was anderes geben? Da war ein leerer Tank. Ich weiß nicht, was sich darin befand, aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Du meine Güte. Wenn das wirklich die Maelona waren, dann haben wir es hier vielleicht mit einem geheimen Angriff zu tun. Monster, die Krankheit, ein maleonisches Gerät. Das kann kein Zufall sein. Das sollte ich dem König melden. Wir kommen mit, falls er weitere Details hören will. Was, ihr beide? Ich finde, Ferra sollte hier bleiben. Schließlich sind die Monster immer noch da draußen. Auf keinen Fall. Wenn hier Magie am Werk ist, dann bin ich der Einzige, der sie versteht. Er hat recht, Bürgermeister. Und außerdem kann er auf sich selbst aufpassen. In Ordnung, wir treffen uns dann bei der Burg im Westen. Ich werde Ihnen Bescheid geben, damit Sie uns erwarten. Im Westen, okay. Die mysteriöse Krankheit. Quest abgeschlossen. Gibt's nochmal EP? Haben wir EP bekommen? EP? Erfahrungspunkte? Ja, nein? Nein? Okay. So, haben wir eine neue Quest? Ups. Ne, haben wir nicht, aber wir müssen ja uns an der Burg treffen mit dem Bürgermeister. Ich mache allerdings hier wieder einen Schnied für die Folge. Dann nochmal gucken. Ja, kann man auf jeden Fall machen. So, beim nächsten Mal geht es mit Gladia, Ferra und dem Bürgermeister weiter zum König, um ihnen Bericht zu erstatten, was hier passiert ist oder was wir gesehen haben. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!